Das Wichtige ist, heute zu erkennen, dass Kaiserslautern Fund ist und dass der braune Mob sich ein paar Mal hier versucht hat, in die Stadt reinzubewegen und es uns gelungen ist, die daran zu hindern und deutlich zu machen, Kaiserslautern hat mit Nazis nichts zu tun. An dieser Stelle ist es, glaube ich, ein großes Lob für die Zivilgesellschaft hier in Kaiserslautern, dass es möglich macht, dass die Braunen hier zwar laufen können, aber nicht in die Stadt kommen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir auch zukünftig das so hinkriegen, dass Kaiserslautern als bunte Stadt sich gegen Nazis zur Wehr setzt und dass klar ist, Flüchtlinge sind willkommen bei uns und wir sind eine bunte Zivilgesellschaft.